Königsnatter schützen sich mit einem raffinierten Trick vor Feinden. Sie gleichen den giftigen Korallenschlangen und werden deshalb selten angegriffen. Die Königsnatter selbst ist harmlos. Aussehen. Königsnattern sind sehr auffällige Tiere. Die ungiftigen, harmlosen Schlangen sind zwischen 50 cm und 2 m lang. Die Männchen sind meistens etwas kleiner. Sie tragen ein buntes Streifenmuster in Rot, Orange, Aprikosenfarbe, Schwarz, Weiß, Gelb, Braun oder Grau. Die roten Streifen sind immer durch schmale, schwarze Streifen getrennt. Heimat. Die verschiedenen Arten der Königsschlangen kommen von Südkanada über die USA und Mexiko bis in einige Regionen Südamerikas, zum Beispiel Ecuador, vor. Lebensraum. Königsnattern bevorzugen je nach Art trockene bis leuchtfeuchte Gebiete. Manche leben auch gerne in der Nähe von Getreidefeldern, weil sie Wenn man eine Schlange rausnehmen will, dann schaut man zuerst, ob sie beruhigt ist. Wenn man sie anfasst und sie festzuckt, dann ist sie gestresst. Wenn man Schwierigkeiten hat, um sie rauszunehmen, kann man sie mit diesem Werkzeug rausnehmen. Das heißt Schlangenhacke. Dort genügend Nahrung wie etwa Mäuse finden. Rassen und Arten. Es gibt etwa 8 verschiedene Arten von Königsnattern. Lebenserwartung. Königsnattern können 10 bis 15 Jahre alt werden und manche Tiere sogar 20 Jahre. Königsnattern sind Würgeschlangen. Sie schlingen sich um ihre Beute und erdrücken sie dann. Die Tiere brauchen 8 bis 14 Stunden Licht und viele Versteckmöglichkeiten aus Steinen, Ästen, Klingenstücken oder Tontöpfen sowie Klettermöglichkeiten. Der Boden wird mit Torf ausgestreut. Eine Wasserschale zum Trinken darf natürlich nicht fehlen.
Unsere Schlange ist 90 cm lang. Eine Sinaloa-Königsnatter kann von 80 bis 122 cm lang werden. Unsere Schlange wiegt 151 Gramm.